Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Dann fangen wir an. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Kann ja nicht schaden. Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Ich möchte sowieso alles mal hören. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, wir wollen alle Geschichten hören. Ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Ja, wir wollen alle Geschichten hören, also machen wir die letzten beiden auch noch. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ja, die letzte wollen wir auch noch. Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal.
Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Oh Gott. Wir sind mal komplett ehrlich und nehmen eins. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Mal schauen, ob wir noch was haben. Ja, da ist noch etwas. Alles klar. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer hat sie auf jeden Fall gesucht. Triss wusste sie ja nicht. Also Triss wusste selber nicht, dass Ciri da war. Also nehme ich mal Rittersporn, weil die untere Option ja ziemlich dämlich ist. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Alles klar. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Alles klar. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden.
So. Wir schauen mal ganz kurz, was wir hier noch an Sachen jetzt haben. Auf der Fährte. Ach so. Hexeraufträge und Schatzsuchen. Naja. Wir sind Level 13. Ich bin überlegen, ich glaube, wir machen sogar gleich nochmal weiter mit der Hauptquest. Ich möchte jetzt nicht riskieren, dass wir. Du mich so an, Graujüngchen. Alles klar. Oh. Im Regen, was gibt's das Doppelte? Schön. Ich will dich aber gar nicht. Ich habe was anderes vor. Hast du genug? Hört endlich auf, mit deinem Schwert zu reden! Ja, das ist ein guter Tipp. Deswegen wirst du trotzdem auch sterben. Da hat er was Schönes geerbt. Achso, wir haben doch auch noch eine Quest mit ihr. Auf der Fährte. Einsätze, nein. Jetzt wissen wir, was es ist. Fliegende Fäuste. Es hieß doch, wir sollen. Ach. Warum wird mir der die Quest hier angezeigt? Wir könnten nochmal zu dem Haus zurückgehen, ob er jetzt schon was hat. Wir sind ja theoretisch auf dem Weg. Ist reingegangen. Heute sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Sitze ich bestimmt schön auf diesem Stuhl. Ah, ich grüße meinen Retter. Grüße, de Jonke. Wie läuft das Geschäft? Das Haus steht zum Verkauf, aber es gibt noch keine Gebote. Vielleicht hat sich rumgesprochen, dass es da nicht ganz geheuer ist. Komm bald wieder. Verlass dich drauf. Dann lass doch mal meditieren. Hallo? Warum kann ich das jetzt nicht tun? Naja, dann nicht. Wir suchen dann auch gleich nochmal Taris. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer! Wir wollten nur... Ist mir scheißegal! Verpisst euch! Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Sultan. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Mir bleibt keine Wahl. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Ja, vor allem in sein Schwert. Weg hier! Ah,
genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Liegt schon wieder Dresche. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Ich will schon mit ihm darüber reden. Er ist ein alter Freund. Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Warum? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dolblatana bekommen hat? Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Alles klar. Den lese ich auch gerne. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der 7 Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Jetzt die Frage, warum er auf einmal Rittersporn genannt wird. Und warum liegen hier überall Briefe? Die wir natürlich nachher noch lesen. Ich will erst, wenn wir das Schild anschauen. Jährlicher Balladenwettbewerb Silberner Lorbeer, verliehen an Meister Rittersporn. Durch Prinz Herewart höchst selbst und das Fest, auf dem hinterher die Preisträger gefeiert wurden. Rittersporn brachte einem Schwein das Jodeln bei und ich, ach, davon ein andermal. So, wir haben ein paar Briefe. Brief einer weiblichen Bewunderin. Die Kraft deines fesselnden Blicks, mein Antlitz so rot und heiß. Die ganze Welt drehte sich in einem Wirbel des Vergessens und ich fiel der reinen Ekstase anheim, trank ihren Nektar. Die Musik, der Gesang, du. In diesem Moment war ich die Laute und du spieltest mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Den haben wir gerade schon vorgelesen gehört. Brief von Bomil de Rabbe. Verehrter Viscount, ein weiteres Mal möchte ich meinen Dank aussprechen, dass du die Hochzeit meines Sohns mit deinem Lied bereichert hast. Deine Anwesenheit erwärmte unsere Herzen und die entzückenden Noten, mit denen du uns beglückt hast, berührten die Mutter meiner Frau, Baronin de Villette, so tief. In gewissen Kreisen gilt sie als kalt und herzlos, dass in ihren Augen sogar zarte Tränen glitzern. Bomil de Rabbe. Brief von Fran.
Wann kehrst du nach Zitaris zurück? Ich hoffe bald, denn ich vermisse dich schrecklich. Das lange Warten ist so schmerzvoll. Sende mir eine Nachricht, wenn du kommst. Dann bitte ich meine Herrin um einen freien Tag. So. Zehn Fässer trockener Toussaint, fünf Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Was? Offenbar nimmt Rittersporn das Kneipengeschäft ernst. Und ob, er gibt sich wirklich Mühe. So engagiert habe ich ihn noch nie gesehen. So schön, dass wir wieder rausgeworfen werden. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Alles klar. Aber das könnte schon mal nützlich sein. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Ja, ja. Sultan. Also. Wir werden erst noch mal ein bisschen was abladen hier. Denn wozu sind Lager denn sonst gut? Hier. Das rein, die vier Hemden rein, die werden wir noch brauchen. Ja gut, das wird verkauft, das kommt hier rein. Weil ich diese Bolzen sowieso nie benutzen werde. So. Und... Ach so, ja, wir haben das ja so gemacht. Ich möchte halt nicht den ganzen Scheiß mit mir rumtragen, den ich eh jetzt erstmal nicht brauche. Den Runen packe ich erst später auf meine Rüstung. So. Damit hätten wir das auch erledigt. Ja, ich gehe nochmal nach oben. Wir wollen uns hier nichts entgehen lassen. Fläschchen Erwin-Lys. Lalala. Gehen wir erstmal ganz nach oben. Auch darauf kommen können, wenn eine Bank davor steht. Hm.
alles looten, was geht. Hä? Die Wasserflasche wollte er also nicht nehmen. Alles klar. Und ein bisschen Amethyststaub. Typisches kleines Eckchen zum Treffen und Kartenspiel. So, dann lesen wir mal unseren Eintrag. Rosa war Atre. Ah, okay. Wir haben ein bisschen was zu lesen. Rosa war Atre. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Rüte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten im Gildorf. Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle. Vespula. Obgleich schüchtern ihr Blick, keine Liebschaft sie scheut, und mein Herz jäh schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Ferneck, Wäscherei an der Ponta-Mündung. Marabella. Himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist's kaum zu hören. Die Scherb am Armenplatz. Elihal. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. So. Bei Armen geht's immer bergab. Jetzt gehe ich nochmal zu Soltan. Hallo. Bleib doch mal stehen. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Fragen wir mal alle durch. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Oder nur aus seiner. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was?
Na schön. Aber war Atre? Ist Ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysimar kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Einen Lehrer, meine ich. Ein Opfer? Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha, von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. So. Dann gehen wir mal raus. Und öffnen. Bei Armen geht's immer bergab. Das Questmenü. So, ich möchte nämlich jetzt ungern das hier machen. Denn wir haben noch so viel vor uns. Was haben wir denn auf der Karte noch? Waren wir da oben schon? Nein. Naja, gut. Dann. Nein. Ich habe jetzt nicht vor, extra deswegen meinen Plan zu ändern. Ich könnte natürlich. Aber nee. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Jetzt möchte ich erstmal schnell schauen, dass wir in das Anschlagbett kommen, das letzte, und hoffe mal, dass wir noch irgendwelche Nebenquests bekommen. Wobei wir jetzt schon sehr lange nur noch Nebenquests gemacht haben. Was ist mit denen eigentlich allen los? Natürlich das Reichenviertel. Und man bekommt nichts. Geil. Dann machen wir jetzt doch die Quest.